Excelentissimo Señor Moedas, seja muito bem-vindo à Alemanha e na Associação Leibniz. Lamentavelmente, não falo português. Hence, we are very glad and feel honored that one of your very first visits to a European country led you and your delegation to Germany, to Berlin, and to Leibniz. We are all very delighted and curiously looking forward to your speech. Verehrte Frau Bundesministerin, liebe Frau Wanke, Frau Staatsministerin Böhmer, Frau Ministerin Kunz, liebe Sabine, Frau Staatsministerin Stange, Frau Senatorin Quante-Brandt, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, dear Director General, lieber Robert Jahn, sehr geehrter Herr von Bomhard, lieber Herr Mayer, mein sehr geschätzter Vorgänger, verehrte Festversammlung, liebe Leibniz-Kolleginnen und Kollegen, seien Sie uns willkommen zur 20. Jahresveranstaltung der Leibniz-Gemeinschaft. Ich begrüße Sie sehr herzlich, gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen Hildegard Westphal, Heinrich Basler, Matthias Beller und Friedrich Hesse und mit unserer lieben Generalsekretärin Christiane Neumann hier in diesem wunderschönen, wundervollen Museum für Kommunikation in Berlin. Zu der Wahl dieses Ortes und der Geschichte des Museums, das im Jahr 1898 eröffnet wurde, muss ich Ihnen, denke ich, nicht viel sagen. Die meisten von Ihnen waren hier bereits im vergangenen Jahr zu Gast bei der Leibniz-Gemeinschaft. Dafür, dass wir hier sein dürfen, danke ich sehr herzlich dem Museum, seinem Team und seiner Leiterin Liselotte Kugler. Mit unserer Festversammlung fügen wir der Ausstellung rund um die Kommunikation von der Antike bis in die Neuzeit ein ganz, ich finde, lebendiges Exponat von Verständigung und Austausch hinzu. Ich freue mich sehr auf unsere gemeinsame kommunikative Performance. Ein bisschen mehr sagen sollte ich allerdings zu der schwungvollen Ouvertüre, mit der uns die Meisterpianistin Lydia Gorstein auf den Abend eingestimmt hat. Vielen Dank, liebe Frau Gorstein, und noch einmal einen herzlichen Applaus für Sie. Meine Damen und Herren, es war die Ouvertüre von Leonard Bernsteins komischer Oper Candide. Ihre Entstehung ist eine Geschichte von Bezügen und ganz am Anfang, wie könnte es anders sein, steht niemand anderes als unser Leibniz. In seiner Theodizee argumentiert er, dass die Welt die beste aller möglichen Welten sei, deren Übel notwendig und immanent sein müsse. Voltaires Roman Candide oder der Optimismus von 1759 ist eine erste spöttisch-ironische Auseinandersetzung mit dieser Begründung. Bernsteins Komposition brauchte allerdings immerhin ein zweites Libretto, um einen ersten Misserfolg im Jahre 1956, fast 20 Jahre später, wieder wettzumachen. Bernsteins Komposition, zwei Libretti, ein Roman, Leibniz, Theodizee, die Bibel und Gott und die Welt. Eine kontinuierliche, weit zurückreichende Auseinandersetzung ist diese Entstehung. Bezüge und Referenzen, Beweise und Gegenbeweise, Sicherheiten und Zweifel säumen ihren Weg. Ja, kommt Ihnen das nicht bekannt vor? Mir schon. Der wissenschaftliche Diskurs an sich ist ein, wie ich finde, ganz ähnlicher Prozess der Auseinandersetzung. Dann wiederum bedarf es der wissenschaftlichen Zuspitzung auf das Relevante und da trifft es sich schon sehr gut, dass ich schon als Student in meiner Theaterzeit rasant und fokussiert, rasant hoffe ich, fokussiert weiß ich, Romeo und Julia gespielt habe, in nur 20 Minuten und auf der Straße. Daher ersparen wir Ihnen heute alle Übel und Unbill, das den Figuren in Candide und im Laufe des Stückes widerfährt und konzentrieren uns ganz und gar ohne Ironie auf die beste aller möglichen Welten. Sie ist immer die Vision von Wissenschaft und Forschung und sie muss es sein. Auch in Candide agieren hier und da Figuren mit politischem Sachverstand.
keine dieser Figuren, erweist sich aber als so weitsichtig und konsequent, wie es unsere Politiker und Zuwendungsgeber, materiell wie immateriell, in den letzten zwei Jahrzehnten waren. Dafür danke ich Ihnen, liebe Frau Wanker, Frau Kunst, Frau Stange, Frau Quante-Brandt, von ganzem Herzen. Und ich danke Ihnen auch stellvertretend für alle, die das Paket der Pakte mitgetragen haben und tragen. Dies gilt ganz besonders für die Abgeordneten im Bund und in den Ländern. Das zukünftige Finanzvolumen von mehr als 25 Milliarden Euro für die gemeinsamen, besonderen Programme von Bund und Ländern ist beispielslos. Und noch bemerkenswerter, wenn wir auf das Fundament von 18 Milliarden Euro blicken, das im vorherigen Zeitraum von 2011 bis 2015 alle Bereiche der Wissenschaft zusätzlich gestützt hat. Mit, ich möchte es präzise sagen, 3,413 Milliarden Euro werden die Leibniz-Einrichtungen im Jahr 2020 im Pakt für Forschung und Innovation insgesamt gestärkt worden sein. Lassen Sie umgekehrt die Entwicklung und die vortrefflichen Forschungsarbeiten der Leibniz-Gemeinschaft Ausdruck Ihrer Vertrauenswürdigkeit, Ihrer Verlässlichkeit und Ihrer Dankbarkeit sein. Liebe Frau Stange, ich gratuliere Ihnen sehr herzlich zu Ihrer erneuten Amtszeit als Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst des Freistaats Sachsens und ich freue mich auf eine erneute vertrauensvolle Zusammenarbeit. Liebe Sabine Kunz, von Herzen gratuliere ich auch Ihnen und dir zur zweiten Amtszeit als Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur in Brandenburg und freue mich auf zukünftiges, erstmal auf den späteren Redebeitrag. Zunächst jedoch, meine Damen und Herren, hören wir unsere Bundesministerin für Bildung und Forschung und Vorsitzende der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz. Liebe Frau Wanker, es ist uns besonders eine Ehre und es ist besonders schön, dass Sie es möglich gemacht haben, heute bei uns zu sein, gerade weil ich weiß, dass es eigentlich eine terminliche, ich möchte sagen, Unmöglichkeit war. Umso mehr freue ich mich nun gemeinsam mit unserer Fest- und Freugemeinde auf Ihr Grußwort. Schönen Dank.